Mal ganz ehrlich, wer hätte zu Weihnachten gedacht, dass der DAX im Frühjahr bei mehr als 12.000 Punkten steht? Das erste Quartal war ein Quartal der Superlative, das beste seit 2003. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten, oder? Und damit herzlich willkommen zu Zertifikate aktuell. Wir fragen, ist die Stimmung besser als die Lage? Ihre Fragen an Christian Köker von HSBC. Schönen guten Tag, Herr Köker. Hallo, Frau Erhardt. Herr Köker, wir sehen im Moment ein, ich würde mal sagen, zweigeteiltes Bild. Wenn man sich die Konjunkturdaten anguckt, dann sehen wir, die Auftragseingänge in der Industrie sind rückläufig. Es mehren sich auch in anderen Ländern negative Anzeichen. Wir sehen aber einen steigenden IFO-Index und fragen, ist die Stimmung besser, als die Lage es fundamental unterstreicht? Ja, in der Tat ist es ein bisschen ambivalentes Bild, was Sie da jetzt auch gerade zeichnen. Der IFO-Index, also wo mehrere tausend deutsche Unternehmer gefragt werden, wie sie die Zukunftsprognosen einschätzen, ist 5 Monate in Folge gestiegen. Ja, also da ist quasi geradezu eine euphorische Situation. Andererseits, wenn wir auf harte Fakten schauen, also auf echte Zahlen, dann haben wir jetzt 2 Monate in Folge eben in Deutschland bei der Industrie Auftragsrückgänge. Ja, also das ist natürlich erstmal im Prozentbereich sogar. Das ist also substanziell schon spürbar, dass dort etwas nicht vielleicht stimmt. Und da könnte man vielleicht zusammenfassen, dass die Konjunktur in Deutschland gar nicht so dermaßen robust ist, wie das eben vom IFO-Index, also von der Stimmung her aktuell der Fall sein könnte, wie man das vielleicht schlussfolgern könnte. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist die Lage sehr, sehr konstruktiv. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Aber es ist vielleicht nicht alles so eitel Sonnenschein, wie das man als Anleger meinen könnte, wenn man hier auf die Kurstafel guckt und in sein Depot, wo alles saftgrün ist. Jetzt hat die Berichtssaison gerade begonnen. Alcoa legt traditionell in den USA vor. Und das kann man eigentlich als ganz ordentlichen Auftakt bezeichnen, mehr oder weniger. Muss man sich aber dennoch gerade über die Berichtssaison in den USA mehr Sorgen machen, sprich der steigende Dollar, dass er doch eher ins Kontor haut, während das in Deutschland ja mit dem zugleich fallenden Euro eher gut ist? Ja, natürlich können sich die deutschen oder europäischen Börsen nie von den amerikanischen Börsen abkoppeln. Insofern muss man das schon sehr gut im Auge halten. Andererseits muss man auch konstatieren, dass wir deutsche Anleger eben klassischerweise einen sehr starken Home-Bias haben. Das heißt, viele Anleger hierzulande haben, das sage ich ganz bewusst, leider sehr wenig US-amerikanische Aktien im Depot. Insofern ist es vielleicht für die deutschen Anleger gar nicht so dramatisch, wenn jetzt in den USA sich die Stimmung etwas stärker eintrüben sollte, als das hierzulande der Fall ist, weil viele einfach schlicht und ergreifend davon nicht mittelbar oder höchstens mittelbar, aber nicht unmittelbar betroffen sind. Und wie Sie sagten es schon, Alcoa, das war jetzt ganz okay, nicht besonders berauschend, aber jetzt wollen wir erstmal abwarten, was kommt. Klar, der US-Dollar ist sehr stark gestiegen, für die amerikanischen Unternehmen ist das nicht so toll, aber wir sind ja nun mal hierzulande häufig veranlagt und deswegen sollten wir doch eher den Blick hier auch auf den deutschen Markt bewahren. Machen wir auch gerne, wenn wir jetzt mal schauen vor der Berichtssaison, das ist ja immer so wie der Seemann auf hoher See, man weiß nie genau, was man so kriegt und wo man ankommt. Was kann der Anleger machen? Jetzt eher vielleicht mal das Depot auch ein bisschen mehr auf Sicherheit umstellen? Ja, also auf Sicherheit umstellen ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, dass wir jetzt so eine sehr, sehr reife Phase der Hosse erreicht haben, dass vielleicht die letzten Stufen jetzt gehen. Ja, es sind wahrscheinlich noch einige Prozent drin. Wir kämpfen ja auch aktuell gerade um die 12.000. Man sieht also so erste Konsolidierungstendenzen. Insofern ist vielleicht durchaus auch mal der Zeitpunkt zu kommen, jetzt von Abteilung komplette Attacke auch mal an der einen oder anderen Stelle etwas auf moderatere Ausrichtung umzuschalten. Ich denke, da tut man jetzt keinen Fehler machen. Den Hochpunkt zum Verkaufen werden ohnehin die wenigsten treffen. Insofern ist es nicht schlecht, wenn man irgendwann mal sagen kann, ich habe nahe des All-Time-Highs einen Teil verkauft oder umgeschichtet. Da wird man, glaube ich, ex post betrachtet keinen großen Fehler machen. Was kann denn der Anleger jetzt machen, wenn wir davon ausgehen, dass wir so eine kleinere Konsolidierung, vielleicht eine eher Seitwärtsbewegung sehen? Es gibt ja auf Produktseite dann auch schon wieder unzählige Möglichkeiten dennoch. Ja. Sie sagen schon, es ist sehr vielfältig, was man machen kann. Aber wenn man jetzt überlegt, eher auf einen seitwärts laufenden Markt zu setzen, sich natürlich trotzdem nicht auf abgeschaffte Zinsen behelfen möchte, also schon durchaus auch noch eine Renditechance haben möchte, dann können eben Produkte, die für solche Seitwärtserwartungen gemacht sind, genau jetzt das richtige Produkt sein, also um einen Teil zumindest des Depots in sowas zu überführen. Und da wäre jetzt namentlich zum Beispiel eine Protect-Aktienanleihe sinnvoll. Das sind Papiere, die eben besonders im Seitwärtsmarkt ihre Stärken ausspielen, aber trotzdem eine positive Rendite eben für die Anleger ermöglichen, die durchaus auch noch eine nennenswerte Rendite hat. Wie funktioniert denn so eine Aktienanleihe? Wir können es gerne mal an Ihrem Beispiel machen. Das ist eine Indexanleihe auf den DAX, ganz klassisch.
Genau. Also wir haben hier eine Protect-Index-Anleihe mitgebracht. Das ist schon in gewisser Weise eine kleine Weiterentwicklung der klassischen Anleihen. Da gibt es zwei Kursbarrieren, die sehr, sehr interessant sind. Das sind einmal der Basispreis, der orientiert sich gerade am aktuellen Kursstand von 12.000. Sehr, sehr wichtig ist eben für die Anleger auch diese sogenannte Barriere bei 9.000 Punkte. Das heißt, wir haben aktuell 25% Risikopuffer. Und solange während der Laufzeit, die jetzt hier genau ein Jahr etwa beträgt, diese Barriere nicht unterschritten wird, also wir keinen totalen Crash erleben, erziele ich eben am Ende dieser Laufzeit in knapp einem Jahr eine PA-Rendite von 4,6%. Und ich denke, das ist immer noch das, womit man dann auch per heute zufrieden sein kann. Denn das wäre letztendlich auch ein Niveau, wo man sagen kann, wenn der Markt muss erstmal noch viel stärker steigen als diese 4,6%, damit ich ex post schlechter laufe mit so einer Aktienanleihe. Okay, nun hat so eine Aktienanleihe auch so ein paar, ich sag mal vorsichtig, Haken. Also zum Beispiel, wir haben jetzt die Dividendensaison. Im DAX werden Rekordsummen in diesem Jahr ausgeschüttet, das gab es noch nie zuvor. Die kriegt man, wenn man in eine Aktienanleihe investiert, nicht. Also die Dividenden sind raus. Genau, wenn wir jetzt hier nicht Indexanleihe, sondern Aktienanleihe stehen hätten und nicht DAX, sondern beispielsweise Deutsche Post, dann ist das völlig richtig, was Sie sagen. Die Dividenden, die die Unternehmen ausschütten, die sind für mich als Anleger sozusagen nicht erhältlich, weil die reinvestiert werden in das Produkt, um eben so hohe Coupons oder so große Risikopuffer zu ermöglichen. Ja. Beim DAX ist allerdings die Besonderheit, da wir da einen Performance-Index haben. Das heißt, Dividenden werden reinvestiert. Verliere ich hier diese Dividenden auch nicht, weil als wenn ich den DAX jetzt direkt kaufen würde, werden die Dividenden auch nicht ausgeschüttet. Das heißt, bei einer Indexanleihe auf den DAX verliere ich die Dividenden nicht, weil sie im Index verbleiben. Bei einer klassischen Aktienanleihe, das ist ganz richtig, wie Sie sagen, da wird die Dividende vom Emittenten, vom Herausgeber des Produktes dazu verwendet, eben diese tollen Produkteigenschaften zu bewerkstelligen. Okay. Wo sehen Sie denn die Risiken bei diesem Produkt? Naja, es gibt ganz klar zwei Risiken, nämlich das erste Risiko sind die entgangenen Gewinne. Das heißt, wenn wir stark zulegen noch im nächsten Jahr, nämlich mehr als 4,6%, dann kann ich mich vielleicht ärgern, wenn ich sage, naja, hätte ich das nicht mit der Aktienanleihe, mit der Indexanleihe gemacht, sondern wäre im DAX direkt geblieben, wäre es vielleicht besser gelaufen. Deswegen sage ich auch nur ein Teil umschichten. Das größere Risiko ist aber natürlich das Kursrisiko, insbesondere dann, wenn wir diese Barriere bei 9.000 verletzen sollten. Das heißt, sollte jetzt beispielsweise durch Griechenland ein Austritt aus der EU, aus der Währungsunion, der Markt in große Turbulenzen geraten und die 25% Risikopuffer, die wir hier haben, nicht reichen, dann habe ich natürlich einen Verlust, der möglicherweise sogar größer als 25% ist. Dann ist es letztendlich ein Verlust, der genauso groß wäre, wie wenn ich auch im Aktienmarkt direkt investiert wäre. Darin liegt natürlich auch hier weiterhin ein Risiko. Herr Köke, ganz vielen Dank. Dankeschön. Liebe Zuschauer, womöglich könnte der DAX künftig erstmal seitwärts tendieren nach einer fulminanten Rallye. Und mit einer Indexanleihe wäre es eine Möglichkeit, davon zu profitieren. Bei Abwägung von Chancen und Risiken. Und natürlich sehen Sie das Produkt und alles, was dazugehört, nochmal auf daf.fm zusammengefasst. Ich sage danke, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal.